Finde ich super. Ich werde hier einen kleinen Safe State setzen, wenn wir jetzt zu Bill gehen. Willkommen. Hi, du. Oh, wie süß, ein Pipi. Das treten wir es. Das hat ein schönes Geräusch gemacht, Bill. So guckt, sieht Bill immer ganz böse aus, als würde er ganz böse gucken. So sieht er ganz nett aus. Und wir erhalten das Bootsticket. Alles schon bekannte Sachen. Geh mal rein. Nein, Quatsch. Soll ich mir jetzt einen Poke angucken? Ja. Endlich geht's zurück. Wir können sogar zu ihm hier. Und jetzt will ich wissen, was hier drin rumgeistert. Ich bin echt gespannt. Obwohl, die ersten Trainer werden wahrscheinlich noch die normalen haben, beziehungsweise ein bisschen aufgepowert. Aber ich bin interessiert echt die Arena-Leiterin. Wie sieht das denn aus hier? Was ist das denn? Wir laufen über Wasser. Wir sind Jesus! Mark... What the hell? Das ist ein Scherz hier, oder? Magma und Panzer Aeron auf 32? Ach du Scheiße. Ja, erstmal versuchen, eins rauszuhauen. Autsch. Wir stehen noch. Ich geh erstmal auf Magma. Weil Panzer Aeron kann, meines Erachtens, glaube ich, ja, Flammkörper, war klar, dass er das kann. Deswegen greif. Ach, Mann. Okay, das wird wohl für Funk gewesen. Nein, doch noch nicht. Das wird für Pikey gewesen sein. Aber unser Trumpf Ass ist ja noch da. Regi! Und Magma ist weg. Ja, Funkensprung. Oh, sehr schön. Komm, hau ihn um. Geil! Okay, das war jetzt schon richtig fies. Ich habe gleich schon einen verloren. Toll. Okay, der hat hier 32er gehabt. Puh. Das waren Feuer und Stahl. Stahlflug. Also wenn ich meine, wie es aussieht, hier ist die Arena noch genauso aufgebaut vom Sapling her wie sonst. Nur die Umgebung sieht halt anders aus. Hi, du. Ja, Misty muss warten. Komm du mal her. Electek, what the hell? Funk, ich glaube, ich wechsle aus auf Regi. Hehe. Da sollst du mal probieren, mit deinen Elektroangriffen anzugreifen, du Wurm. Ja, Sternschauer, niedlich hier. Regi wird dich vernichten. Ach, jetzt wollte ich selber Donnerwelle machen. Komm hier. Haha, danke. Das füllt mich wieder auf. Lichtschild ist natürlich jetzt doof. Ach ja, aber wofür haben wir die Hyperspeed-Taste, die ich hier extra einsetzen darf? Oder mir erlaubt habe, sie einzusetzen? Funk 26. Okay. Das waren die beiden Trainer. Hier lang. Mache ich jetzt einen Cliffhanger? Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich werde jetzt noch einen Versuch starten gegen die Arena-Leiterin. Oh Gott, ich hoffe, das klappt. Hi, Misty Pisty. Abspeichern. Noch 4 Stunden schon, alter Schwede. Und einmal ein Safe State gesetzt. Ich weiß nicht, was sie hat. Also ich bin echt überfordert. Ich fange mit Ryu wieder an. Als kleinen Forscher, sag ich mal. So, also sie wird keine Wasser haben. Davon gehe ich immer aus. Wenn die anderen alles andere haben. Ach ja, Doppelkampf. Ach scheiße, ich hätte noch. Nicht aufgepasst. Doppelkampf. Die hat Pflanze. Die hat Pflanze. Okay.
Okay, greif mal. Was machen wir denn da jetzt? Pflanze hat die. Doch, eine Metallklaue. Ah. Nice, dann Flora ist weg. Okay, Pflanzen. Tuska. Ah. Tuska hat eine niedrige Abwehr. Hält aber, steht aber noch. Sonntag. Das Ding hat Sonntag gemacht. Und wenn ich richtig gesehen habe, hat sie Pflanzen. Also, die bitte mach nicht gleich Solarstrahl. Jetzt habe ich Bammel. Okay. Und okay, die wird heilen, wa? Ja, hab ich mir gedacht. Aber komm. Den müssen wir. Nein, den kriegen wir nicht auf. Scheiße, Egelsamen. Nice, Noctuska ist down. Dann noch vier. Papunga. Okay, Papunga. Ich wechsle mal aus, damit der Effekt von Egelsam verschwindet. Metallklaue. Ja, vielleicht erhöht es unseren Angriff, wenn ich jetzt erstmal Papunga angreife. Oh, das blöde Ding kann auch Egelsam. Ja, klar, unverwirrt. Was soll das denn? Na, wenigstens jetzt. Leider nicht die Angriffe erhöht. Shit. Okay, da muss ich auch wieder switchen. Das hat keinen Sinn. Konfustrahl und Arbok rein. Ja, schön. Immer wenigstens den Angriff runtergesenkt. Das ist schon mal was. Gut. Regi war schneller. Also wir haben ein höheres Level. Das könnte eigentlich was werden. Nice. Und genau, durch Tausch hört der Egelsamen noch auf. Das finde ich auch gut. Jetzt. Greifen wir Kapaloris an. Ja, muss gleich wieder switchen. Gut. Aber erstmal Kapaloris. Ja, vergiftet. Gut. Ja, und er haut sich selber. Sonnenlicht lässt nach, das ist auch schon mal was Schönes. Schnell wieder switchen. Und könnte Kapaloris sogar weg sein in dieser Runde. Na komm, hau dich selbst nochmal. Das war nix, gut. Ja, Kapaloris ist weg. Was kommt jetzt? 3 hat sie noch. Bisaflor, das war abzusehen. Auf 30, das geht aber noch. Supertrank bitte. Für Pikey. Bisaflor. Papunga macht mir gar nicht so große Sorgen. Moment, das ist halt nur immer ein Geswitche. Ich probiere mal einen Giftblick einzusetzen, um ihn wenigstens zu paralysieren. Ja, Bisaflor natürlich jetzt schon. Ah, okay, Papunga ist paralysiert. Sehr gut. Aber Bisaflor ist wunderbar auch vom Typ Silberblick. Machen wir mal Biss. Egelsamen nachts sich wechseln. Ah, Konfusion zieht einiges ab und. Oh, die Jäger sind bei uns unterwegs, sehe ich gerade hinten. Huiuiuiui, nun geht das Geböller los. Jetzt werden die Tiere niedergemetzelt hier, die Karnickel und sowas. Tja, da kann ich nichts für. Regi rein. Dieser Fluss verwirrt. Da. Autsch. Ja. Fang steht super durch. Jawohl, Fang ist ausgerichtet. Und dieser Fluss auch paralysiert. Sehr gut. Okay, jetzt. Konfusstrahl auf Bisaflor und. Mach mal Silberblick, falls. Ach, Bisaflor ist. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Kacke. Okay. Verteidigung runter. Aber das ist echt strategisch richtig bekackt, dass man hier aufpassen muss, ja, Aquaknarre, Funkensprung, beides nicht viel. Ich werde aber mal einfach Funkensprung einsetzen. Hauptsache Damage. Ja, Papunga, das ist mir egal, was du da machst. Fang angreifst, das hilft dir nicht viel. Gut.
Es steht noch. Ach, Mist. Na, okay, das ist nicht so schlimm. Komm schon, Arbok. Funk trifft. Nein! Funk, das ist nicht gut. Jetzt muss ich heilen. Jetzt muss ich eine Runde aussetzen, sozusagen. Sonntag. Oh, oh. Wenn der Solarstrahl kann, dieser Fnoll, dann habe ich echt ein Problem gleich. Er hat es zwar noch nicht gemacht, aber das muss echt nicht sein. Nee, das ist dann okay. Das heißt... Boah, shit, das war so klar. Nein. Die Sau kann tatsächlich Solarstrahl. Ja, Funk hat Bisafur erledigt. Gut. Verfolgung. Das Unlicht, ne? Vielleicht für Grimasse mal. Rubella ist ihr letztes. Auf 30. Ja, jetzt kann ich leider nicht mehr switchen, das ist ein Problem. Aber. Ey, ohne. Nee, erstmal auf Rubella. Pikey. Hab ich noch einen Paraheiler für Funk? Und Funk Giftstachel auf Rubella. Ah, gut, macht nicht viel Damage. Muss effektiv sein. Ach nein, jetzt hat Papunga beide besamt, ey. Frechheit. Kriegt er von beiden? Der kriegt von beiden Energie, das gibt's nicht. Okay. Ja, dann machen wir das so. Dann ist als allererstes... muss... Rubella draufgehen, weil... Jawohl, ist vergiftet. Ist okay, weil Papunga sich ja immer wieder aufheilt durch die Energie von uns jetzt. So, das Hyperspeed ich jetzt mal vor, das muss jetzt auch nicht ewig. Okay, Bodycheck und du kriegst einen Supertrank. Aber das sieht gut aus für uns. Aber es ist echt krass, ey. Muss echt überlegen, was man macht. Nice, Rubella ist weg. Jetzt hat sie nur noch Papunga. Und Funk 27. Okay, Sonnenlicht lässt nach. Das Nervige an Papunga ist halt, dass es sich jetzt aufheilt. Du bekommst nochmal eine Heilung spendiert. Und du... Ja, Giftstachel, Silber... Giftstachel. Sehr effektiv, ja, macht Damage. Gucken, wie viel kriegt sie denn wieder. Ah, die ist voll geheilt, okay. Metallklaue, Giftstachel. Giftstachel macht schön Damage. Und was macht Metallklaue? Nice! Nice, dass du nicht angegriffen. Es könnte besiegt sein in der nächsten Runde. Komm schon! Komm! Jetzt muss beides nur treffen. Komm. Pikey! Yes! Da ist der Sieg! Misty wurde gebasht! Boah! Heilige Mutter! Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Misty ist besiegt! Puh. Erstmal ein Safe State gesetzt. Boah, das war echt... hartes Stück Arbeit. Ich weiß gar nicht, kann man damit einen Part füllen, wie lange das jetzt gedauert hat? Ich habe die Uhrzeit nicht im Kopf gehabt. Das war krass. Das war echt krass. Aber Ryu hat's gut rausgefunden. Funk, Pikey und Regi bilden unser Team. Puh. Ach, das Rocket-Mitglied da oben hole ich noch. Oder das Psychic-Mitglied. Den holen wir noch. Ich wollte jetzt eigentlich den Part beenden, aber... den bash ich noch mal eben. Heieieieiei. Ich merke schon, das hat echt Energie gekostet. Autsch. Oh, tut gar nicht so weh. Gib mir die TM, du. Oh, danke. Schaufler.
Oh, Route 5. Was haben wir denn hier? Ach, der Udo. Alles klar. Alles klar. Nein, ich möchte mit dir nicht tauschen. Mit dir nicht. Schnell weg. Route 6 ist das ja jetzt hier. Ach, shit. Ich muss nochmal zurück. Ich will wissen, was es auf Route 5 gibt. Gott, kommt der Tunnelpfad nur so lang vor oder ist der so lang? So, wir gehen jetzt mal durch den Felsen. So, mal gucken. Fang vorne, ich werde jetzt mal Regi nach vorne packen. Mal kurz gucken, was hier noch gibt. Nein, ein Owei wollen wir nicht. Boah, also ich bin echt geschlaucht gerade. Ich werde auch gleich die offen. Ich werde jetzt nochmal gucken, welche Pokes es hier gibt. Vielleicht eins, das... Auch ein Fanpi. Fanpi. Donphan. Der hält aber nichts aus, ne? Na, ich war mir unsicher. Tauros, Alter. Hier läuft Tauros rum. Nee, danke Tauros, dich brauche ich nicht. Wilde Kadabras, okay. Ja, Tauros, ich hab's gemerkt, dass du da bist. Bibor! Ach. Ah, okay, komm, dann hau's um, dann hast du gleich wenigstens ein Level up, Regi. Jawohl, Regi 33. Ein Ponita. Oh, jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt bin ich am Überlegen. Ein Ponita, ein Feuer-Pokémon. Kommen da noch bessere? Ein Ponita wäre wohl geil. Nein, 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 nein. Sorry. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Missklick. Ist gerade was eingefallen. Mir ist gerade etwas eingefallen. Ich möchte keinen Ponita trainieren. Ich war jetzt hier in Hyperspeed, das merkt ihr ja, weil das ist jetzt nichts Neues hier und anscheinend gibt es ja auch nicht mehr viel Neues. Gut, eins noch und dann gehen wir weiter. Ja, Fanpi bin ich ja echt am Überlegen. Fanpi wäre ja wohl geil. Soll ich mal, ich fange mal eins und vielleicht überlege ich es mir ja. Kriege ich das überhaupt mit? Es stirbt das nicht hier? Ne, es stirbt nicht. Ich habe noch einen Namen. Wie wirst du denn dann heißen? Keine Ahnung. Jetzt habe ich gar keinen Spitznamen. Fanpi. Ja, ich habe einen. Ich habe einen. Ey. Brammen. Brammen ist auch cool. Ein richtig geiler Elb. Ja, Truppe von Pete's Meat. Aber Brammen, ne? Brammen sticht schon raus. Mitnahme. Oh, der hat Mitnahme. Alter, wie geil ist das denn? Da wird mir Brammen jetzt sogar noch lieber. Oh, schnell heilen. Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich ihn trainiere. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich nehme ihn erstmal mit. Immerhin habe ich ihn jetzt. Das wäre jetzt ein cooles Bodenpoke. Donphan später. Oh, hat vielleicht was. Aber mal gucken. Erstmal möchte ich... Ich möchte mein Team nicht... Ja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man ihn aufgrund der Stärke der Gegner relativ schnell am Anfang fertig hat. Aber ich guck mal. Und der Stein, der ist echt unnötig. Ja, und ich weiß, da oben gibt's was zu holen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Wahrscheinlich gibt es mehr, aber egal. Und jetzt zum Abschluss des Parts will ich jetzt nicht gegen den Trainer da kämpfen, sondern nochmal hier ein bisschen im Gras rumlaufen. Vielleicht gibt's hier was Neues. Ein Hopsspross? Nein, auf gar keinen Fall. Ich hasse Hopsspross. Voltoball. Elektro hab ich schon, tut mir leid. Und Janma. Janma fand ich, habe ich auch mal. Ist auch geil zu trainieren.
Senior. Ja, Janma ist gut. Ich will aber keinen Käferflug. Weil du auch kein Fliegen lernen kannst. Deswegen, wenn du fliegen lernen könntest, Janma fliegen lernen könnte, wär's im Team. Garantiert. Da gibt's aber viele Janmas. 504, die Erfahrung geht sogar noch. Tamirplex, okay. Oh, nicht zu weit laufen, ich will nicht gegen Pantier. Ja, du mir auch, komisches Bärli. Naja. Scheint ein Wumpel auf 6, alles klar. Schon in Ordnung. Wildes Mogelbaum, coole Sache. Ruhig nicht. Hopspross. Girafarik, auch nice, aber Psycho habe ich. Ich möchte möglichst gucken, dass ich nur unterschiedliche Typen im Team habe. Dass ich meist oder dass ich möglichst keins doppelt. Denn das ist dann, das wäre schade, weil ich möchte es wirklich ausreizen. Weil mit Regi habe ich jetzt ein Elektro und Wasser gleichzeitig im Team. Ich habe ein Stahl und Psycho und ein Gift. Und vielleicht ein Boden, wenn ich Bram trainiere. Naja, hier scheint es auch nicht wirklich viel zu geben. Vielleicht finden wir im nächsten Part noch was. Aber jetzt würde ich mal sagen, was gibt's hier noch? Oh, auch noch rohes Gras. Würde ich mal hier abspeichern. Mache gleich ein Sicherheits-Safe-State. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, diese kleine Aufnahme von Pokémon Feuer in Inferno Rot, muss ich ja sagen. Geiles Spiel, immer noch. Ist richtig Spaß, das zu spielen. Auch wenn die letzten Parts, ja, ein bisschen durch Aufhänger des Emulators begleitet worden sind, aber trotzdem, momentan hält es sich ganz gut und unser Team, ich meine, hallo, Regi, Pikey, Funk, Ryu und Brammen. Bei Ryu, wie gesagt, ne, wahrscheinlich fliegt er noch raus. Funk wird, Arborg, wie geil, ich liebe es und ich liebe den Funk. Aber gut, ich beende hier die Aufnahme, danke euch fürs Zusehen und sage, oder sage besser, wir sehen uns im nächsten Part, denn sei dabei oder sei ein faules Ei.